Also was man hier jetzt schon sieht, ist eben diese Farbigkeit. Mhm. Und wenn man das aufmacht und es bewegt, dann fühlt man sich in die Kindheit zurückversetzt. Das super ist schön. So ein Seifenblaseneffekt. Man hat das Gefühl, es wird eins. Ja, sehr schön. Total. Genau sowas darf ich und mal eigentlich anhaben. Ist es analog, aber es wirkt total digital auch. Ja, sowas muss uns glücken. Sowas Verspieltes, nicht Kitschiges. So wird es nochmal konzentrierter. Super schön. Das Kontrast. Also das ist ja etwas, was ich gefunden habe. Man sieht hier schon diesen schönen Effekt. Mhm. Und wenn man es dreht, dann ist es wie in der Kindheit mit Seifenblasen. Das ist ein ganz schöner Effekt, der dann entsteht. Schön. Und zwar ist das dann diese Poolfolie, man kennt die aus der Fotografie. Und wenn man das vor eine Lichtquelle tut, dann hat man polarisiertes Licht. Und wenn man dann noch eine zweite Scheibe davor tut, dann sieht man direkt einen Farbeffekt, der allerdings noch verstärkt wird. Ja. Jetzt erstmal hauptsächlich, wenn man noch was, dann verändert sich das immer. Und wir auch einen Moiré-Effekt erzeugen können und auch eben so unterschiedliche Ausschnitte, also Grafik spielt auch eine ganz große Rolle, da müssen der Tee und ich nochmal ganz tief reingehen, dass wir da auch ganz unterschiedliche Effekte erzeugen können und es nicht immer gleich ausschaut, auch von den Farbigkeiten. Aber wir sehen schon, man kann dieses abmildern, also man kann diese helle Farbschattierung haben, man kann es sehr, sehr krass farbig haben, man kann es grafisch haben, man kann es weniger grafisch haben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja. Vielleicht gibt es auch einen Zustand, wo es sich permanent dreht, langsam, eine Scheibe. Ja, klar. Ja. Das nichts, kann auch sein. Das könnte man sich auch vorstellen. Ja. Das Gelaserte finde ich toll, also dass du wirklich so feine Streifen hast, die sehr, sehr präzise wirken. Die Präzision, die da reinkommt, das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Wir haben am Ende vorne drei Scheiben und ins Excel haben wir nochmal eine Scheibe, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Kann ich die mal sehen hier? Die ist aber kommt Richtung Exterior, eher die, wo man dieses Wolkige sieht oder auch mit so präzisen Laser? So einfach ist auch mit der Breite. Wir müssen ja den Effekt auch erzeugen, wir werden es im Außen nur mit zwei Scheiben machen. Weil wir auf der Lichtquelle Polfolie haben werden, und plus die zweite, sonst würde es nicht funktionieren. Aber das Erstaunliche bei der hier ist, die ist jetzt nicht mit Polfolie belegt, gell? Nein. Gelasert. Aber ich finde, die hat vorhin diesen Moiré-Effekt oder diesen komischen Aquarelle-Effekt komplett verstärkt. Absolut.